Lass uns leuchten, lass uns brennen, in Feuerwellen ein Meer. Jetzt sitzt man hier so in einer Venue, wo es einen Ladedock gibt, raucht eine und kann es eigentlich gar nicht fassen, dass eine Reise heute zu Ende geht. Und ich bin ja sonst auch immer sehr wehmütig, wenn die Tour vorbei ist. Aber irgendwie ist es diesmal besonders schlimm. Ich kann dir gar nicht erklären, warum. Viel Spaß, Buben, bis später, ich hab euch lieb. Es war einfach dieser komplette Wahnsinn. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir ja seit April, seit der Chaos-Tour, unserer eigenen Tour, die wir gefahren haben, eigentlich jetzt ständig unterwegs waren und immer irgendwie Action war. Unser Album Dia de Muertos kam raus. Wir haben vorher unsere Chaos-Tour gespielt und jetzt hatten wir die große Ehre, hier auf der Liebe macht Monstour von Eisbrecher mit dabei zu sein. 1, 2, 3, Schattenmann! Lass uns leuchten, lass uns brennen! Es ging alles vorbei wie im Flug. Es waren so viele Eindrücke. Es ist einfach so unglaublich viel passiert. Es war einfach so eine krasse, grandiose, emotionale Reise. Es war einfach Wahnsinn. In deinem Schatten kann kein Leben existieren. In deinem Schatten droht man langsam zu erfrieren. Es gibt kein Licht am Man muss wirklich sagen, es war eine besondere Tour mit besonderen Menschen. Das war einfach gigantisch, dieser Zusammenhalt, dieses Erlebnis. Krass. Es ist gerade so ein Gefühl zwischen, vielleicht trifft es das ganz gut, zwischen Trauer zwecks des letzten Konzerts, Sehnsucht auf das, was kommt und Hoffnung, dass wir das nochmal mit unserer eigenen Tour für uns emotional toppen können. Und ich glaube, dass das funktioniert. Ich war ja sehr, sehr skeptisch von Anfang an und hab dem Frank gesagt, ey, du kannst nicht singen, lass die Kacke doch bitte. Spiel wieder Gitarre, such dir einen neuen Sänger. Und jetzt stehen wir alle hier und ich bin sehr, sehr froh, dass der Frank nicht auf mich gehört hat. Und ich wollte euch einfach nur sagen, dass es sehr, sehr, sehr schön ist mit euch. Das war eine tolle Tour und ich habe das jetzt alles irgendwie in den letzten Tagen so Revue passieren lassen und ich bin sehr, sehr stolz auf euch und ihr solltet stolz auf euch sein. Das wollte ich euch sagen. Dankeschön.